Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Scrap Mechanic Freunde. Auf zu einem weiteren Video würde ich sagen. Und zwar wollte ich heute mal ein kleines Tutorial machen, wie man in Autos Blinklicht einbaut. Das wollte ich euch mal anhand eines kleinen Tutorials zeigen. Oh, und dann fangen wir schon mal gleich an. Ich baue erstmal so eine Art Platte hier hin. So, dann brauchen wir ja den Sitz fürs Blinklicht. So, dann brauchen wir mal einmal Licht. Und zwar das Teil brauchen wir auch noch, glaube ich. Wo war der Licht? Licht, Licht, da ist Licht. So, einmal das. Dann setzen wir uns das mal hier vorne hin. Ja, einmal richtig hinsetzen hier. So, einmal da. Ist ja nur zur Demonstration gedacht. Einmal da. Machen wir hinten auch noch Blinklicht. Genau, so. Dann brauchen wir einmal zwei Sensoren, die wir in Abstand von 1, 2, 3, ups, einmal so und noch ein. Also Abstände von 3, würde ich sagen. So, die kommen. Dahin, dann stellen wir die auf ein Block Entfernung. So, dann kommt hier ein Lager hin und auf dem Lager setzen wir jetzt einen Block so hin. Die ganze Aufgabe des Lagers dreht. Das Lager dreht sich dann halt. Das Ganze verbinden wir einmal. So, jetzt probieren wir mal aus. Dreht sich nach da, Sensor geht an, dreht sich nach da, Sensor geht an. Und wenn man gerade ist, geht der Sensor in die Mitte, also nicht an. Genau, so, das war's schon. Jetzt brauchen wir nur noch das rechte Blinklicht verbinden mit dem Sensor. Das linke Blinklicht und das rechte Blinklicht mit dem rechten Sensor. Genau, so. Und das, glaube ich, war es soweit schon gewesen. Jetzt müsste nämlich es blinken, wenn man jetzt nach links fährt. Ach so, wir haben ja, genau. Okay, okay, okay. Da fehlt ja noch was. Wir müssen ja das Blinken noch einbauen. Da machen wir nämlich nochmal. Ich habe bald das Blinklicht vergessen hier. Einmal so, einmal so. Jetzt brauchen wir die Dinger. Einmal so, einmal so. Genau, die müssen wir nämlich nicht direkt hier mit verbinden, sondern die verbinden wir hiermit. Dann verbinden wir das, das nach da. Gut, das auf und das auf. So. Jetzt haben wir nämlich Blinklicht. Jetzt können wir uns die Zeit hier noch verlängern. Machen wir mal eine Millisekunde. Oh, das ist zu langsam.
Wir machen das mal auf. Ja, 250 machen wir es mal. Oder 150, wir probieren mal 150. Gott, sehr schön. Genau, jetzt können wir nämlich. Muss mal eben gucken, das muss man noch mal ab hier. Zack. Sonst kommen wir nämlich durcheinander. So. Habe ich das nicht gerade abgemacht? Das ab. Einmal austesten. Jetzt müsste nämlich in diesem Zustand abgeschaltet sein. Abgeschaltet. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken. So. Wenn man mich blinkt, schaltet sich das ein. So ist es aus. Und die Seite blinkt nicht. Die Seite geht. Okay. Ignore. Probieren wir das mal aus. Die Seite blinkt. Die blinkt nicht. Warum blinkt die nicht? Auf was müssen wir das schalten? Auf X nur? Wir probieren es mal durch. So. Blinkt. Blinkt nicht. Glaube, ich muss da noch einen hinmachen. Glaube ich. Wir probieren es einfach aus. So. Warum blinkt die andere Seite jetzt nicht? Das haben wir so, das haben wir auf Entstehen, da muss das auf das. Einmal drauf, nicht. Komm schon. Das blinkt. Wieso blinkt die andere Richtung nicht? Haben wir gleich das. Das müssen wir umstellen. Das muss auf End. So, jetzt blickt das da. Jetzt müssen wir das nur noch die Geschwindigkeit einstellen. So, jetzt stellen wir hier noch die Geschwindigkeit auch auf 125. So, jetzt müsste es aber gehen. Einmal da blinken. Und einmal andere Seite blinken. Das blinkt ein bisschen schneller, aber das ist ja nicht weiter tragisch. Wir könnten allerdings die Seite auch noch ein bisschen niedriger machen. Machen wir mal auf 100 Millisekunden. So, blinkt. Das blinkt schneller. Das wollen wir ja nicht. Ach, das steht bloß. Ah, 125. Ach, hier steht auf 150. So was, dann machen wir es hier auch auf 150. So, jetzt aber. Blinkt. Blinkt. Immer noch ein bisschen ticken schneller. Aber es blinkt. So, jetzt brauchen wir bloß noch die rechte Seite mit, die linke Seite mit links verbinden. Und
Und die Seite so verbinden. So. Okay. Man sollte. Was habe ich denn hier verkabelt? Also ehrlich. Meine Verkabelung hier wieder. So, das kommt dahin. Und das kommt dahin. Soll ich mal auch schon richtig verkabeln. Sonst wird das nichts hier. So. Das weg, das kommt da dran. Das kommt da dran. Und das kommt hier dran. Und die andere Leitung ist ab. Ja. Oder? Ne, die ist noch nicht ab. Die müssen wir noch abmachen hier. So. Jetzt nochmal da dran. So, jetzt aber schauen wir uns das Ganze an. Wir fahren nach links. Es blinkt. Man sieht vorne und hinten. Und wir fahren nach rechts. Gut, das blinkt jetzt ein bisschen schneller, aber das kann man ja anhand den Millisekunden noch vernünftig einstellen. Ja, und das ist die. Das ein bisschen versteckt und dann hat man ein funktionierendes Blinklicht, wenn man nach links fährt und nach rechts fährt, dass es dann jeweils blinkt. Zeige ich euch nochmal eben die Verkabelung hier, dann könnt ihr euch das nochmal ein bisschen abgucken. Einmal hingucken, so. Dann der erste muss auf End stehen, der zweite muss auf XNOR stehen und der dritte muss auch auf End stehen und dann funktioniert das Ganze. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video und tschüss.